Freunde. Ich spiele so ein bisschen rum mit den. Ups. Wenn die ganzen Dinger hier kommen. Tschu, Bombe, Bumerang. U-Boot. Das U-Boot habe ich jetzt vor kurzem entdeckt, als es mir einer verraten hat. Also da hat es wirklich monatelang gedauert, ehe ich auch wirklich das letzte in dem Menü hier erkannt habe. Ja, und damit begrüße ich erstmal alle zu einem neuen Livestream-Moment. Die FPS-Zahlen müssen noch weg. Was auch zukünftig dann auf YouTube noch landen wird als einzelne Folgen. Ja. Weil ich ja hier doch schon einige Missionen mache, die ich dann quasi auch als separates Video auf YouTube hochladen kann, warum nicht? Ja. Hilore schreibt, mir geht es nicht so gut, könntest du den Stream auf morgen verschieben? Du kannst dir den Stream ja auch morgen nochmal angucken, ist ja auch kein Thema. Ist der Nightbot am Start? Ich weiß es nicht. Gucken wir doch mal. Ich gehe mal nicht davon aus, oder? Das ist eine faule Sound, der disconnected immer. Ja, ja, ja. Ich muss Nightbot immer wieder die Berechtigung geben. Voll dumm. Also er sollte dem Channel gleich joinen. Gut, Leute. Wir haben aber noch eine ganze Menge an Missionen und Maps und Medaillen und so weiter zu machen. Ja, auf jeden Fall begrüße ich erstmal alle, die hier neu dazu kommen. Wie lange geht das schon? Das weiß ich noch nicht. Spontan streamen und mal gucken, wie lange. Gut, jetzt habe ich eine Ausrede zum Lernen. Nee. So, hab die Tagesordnung heute schon gemacht und dann die Top-Herausforderung ist Schimpanse-Modus, Feuerreichweite und schwer mit nur Militäraffen. Ich denke nicht, dass ich dem beisteuern werde, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, wir werden also normale Missionen weitermachen. Oh, siehst du, dann hat gleich schon getimeoutet. Fürs Caps Lock. Ja, solltest nicht so viel Caps Lock schreiben. So, okay. Wir haben Erfolg freigeschaltet. Interessant. Moab Killer. Achso, okay. Da hat sich anscheinend das jetzt mit Google Pay verbunden. Was haben wir denn noch so Schönes? Wir müssen. Genau, wir haben quasi. Flussabwärts müssen wir noch auf alterliche Blumenrunden machen. Dann kann das erst auf dem Platz mal machen. Hier Flussbett müssen wir noch auf alternative Blumenrunden machen. Fleischschimmel könnten wir schon auf dem Platz mal machen. Hake müssen wir noch alternative Blumenrunden machen. Würzinsel müssen wir ebenfalls auch alternativ machen, bevor wir unplatzbar machen können. Ich weiß nicht, wo ich anfange, ehrlich gesagt. Outro Matrix, das werden wir erst am Ende machen irgendwann. Wir könnten. Wir werden dafür erstmal noch ein paar Unplatzbar-Medaillen holen. Ich würde sagen, wollen wir Fallschirm auf dem Platzbar? Ist Fallschirm auf dem Platzbar in Ordnung? Oh Lord, weißt du schon irgendwas, ob bald ein Update kommt oder so? Nee, aber kommen immer regelmäßig Updates. Also die sagen mir jetzt noch nicht, wann die updaten. Da muss ich mich genauso überraschen lassen wie ihr. Sind alle Streams von dir spontan? Ja, 99% durchaus schon. Okay, machen wir Fallschirme. Aber ich hab ich einen Bock drauf. Wir haben relativ wenig Platz auf der Map, ne? Kommt von beiden? Ne, kommen wir nacheinander. Benjamin nutzt nicht so viel, ne? Wir können nicht so viele Banken bauen. Nimm mal Gwendolyn, ist okay. Nimm mal Gwendolyn. Machen wir unplatzbar. Da haben wir ein Leben und 25 extra Leben durch unser Mana-Schild. Spontan ist noch neu. Ist heute zusammen. Hi, absolut. Absolut China. Schade, dass es kein Multiplayer gibt. Das finde ich auch ein bisschen ärgerlich, dass die es immer noch nicht geschafft haben, einen Koop reinzuhauen. Ich verstehe auch nicht, was daran das Problem sein soll. Aber gut. Ja, kann man nichts dran ändern. So, dann kann ich später einen Scharfschütze hier hin. Eieiei. Kommt ja gerade schon grüner. Stimmt, wir fangen auf Runde 6 an. Wir wollen es uns nicht zu einfach machen, man. So, Schurke. Nicht zu einfach machen. Moin, sagt mir noch am Start. Hi, Yoshi.
Die Map ist ekelhaft, ist sie in der Tat. Ich muss sagen, das ist wirklich eine super räudige Map. Obwohl sie eigentlich grundsätzlich nicht so schwer ist, ist sie super schwer, ja. Na, da kommen schon die ersten durch, denn er doch noch nicht. Hätte ich kein Mana-Schild, dann würde ich da voll easy verlieren. Glücklicherweise habe ich ein Mana-Schild. Wie findest du Benjamin? Einer meiner echt Lieblingshelden, muss ich sagen. Also, wenn die Map halt ausreichend groß ist, dass ich da Banken bauen kann. Wobei, Banken muss ich dann unbedingt nicht mehr bauen. Benjamin ist einfach ein super cooler Hero. Ich finde ihn echt super nice. Oh, ich hätte ein Leben verloren. Hätte ich in der Tat jetzt schon verloren. Dann werden wir mal spitz schuriken, weil die mir schön entgegenlaufen hier. Moin Moin Michi und hi PlayStation. Marcel. Was ist der Mana-Schild? Der Mana-Schild ist hier oben, seht ihr, die plus 25 Leben. Gibt es ein Affenwissen, warum man es killen kann, dass dieser Mana-Schild vorher aufgebraucht wird, bevor das Leben aufgebraucht wird, und maximal 25 Leben kriegst du extra, und nach jeder Runde füllt sich das um 5 wieder auf, bis halt auf 25, ne? Super nützlich, wirklich, das hat mir schon mehr als einmal den Arsch gerettet, ne? Wenn hier halt irgendeiner durchkommt, dann verliere ich halt erstmal den Mana-Schild, statt halt mein eigentliches Leben, was halt super krass ist. Eigentlich würde ich die dir gar nicht hinsetzen. Naja. Jetzt zum Beispiel hätte ich halt schon verloren, aber mein Mana-Schild hat mich gesaved. Super cool. Dann sind wir bei Runde 18. Da ignoriert er mich. Nee, ich habe das schon gelesen, Idora, aber du stellst immer wieder dieselbe Frage. Weshalb du bei dem Minecraft-Projekt nicht mitmachen kannst. Kann ich auch nicht sagen. Ist schon zu spät, die Anmeldung. Außerdem habe ich ja gar keinen von euch gefragt. Ich muss ja euch alle die gleichen euch alle gleich behandeln, weißt du? Ich kann ja nicht nur dich fragen, dann fragen wieder andere, warum sie dürfen sie nicht mitmachen. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich frage gar keinen. Muss am einfachsten. Da komme ich am besten mit weg, weißt du? Sorry, komm gleich wieder, muss essen. Na dann lass, hau rein. Ich habe um 16:45 Uhr habe ich mir Abendbrot gemacht, weil ich einfach so hungrig war. Heute keine Mittagspause gehabt. Und ja, 16:45 Uhr, Abendbrot, schön geschnetzeltes gemacht. Mit Baguette. War lecker. Kann ich mich nicht beschweren. So, wir sollten auf jeden Fall gleich einen Alchemisten hier hinhauen. Ich habe ja einen, der die Dings kaputt. Verdammt! Okay, alles gut. Ich habe einen, der die Tarns kaputt machen kann, aber die sieht sind das Problem gerade. Gut, dass Gwendolyn da ist, ey. Ich habe endlich die Archer schwer geschafft. Glückwunsch, Semi. Na, da habe ich schon Befürchtung vor, die Maps zu spielen. Die sind super räudig. Wobei, Ouch geht noch, muss ich sagen. Ouch ist noch eine relativ humane Map. Match Fritz ist einfach nur super Cancer. Aber auch das werden wir irgendwann schaffen, Leute. No problem. Mein Game updatet nicht mehr. Entweder einfach mal den 19 den Yannick. Oder einen Support anschreiben. Das sind immer so die Möglichkeiten, die man hat. 5 Runden noch bis zum Moab. Aber sollten wir easy hinkriegen. Machen wir hier noch gleich alles weg. Zack, weg damit. Wobei und Platz man natürlich mit dem Mana-Schild überhaupt keinen Reiz hat, oder? Das ist. Darf ich nochmal 5 Sekunden zurückspringen, was ich gesagt habe? Ja. Also ich muss sagen, Ouch ist schon wirklich extrem krass schwierig. Also, Ach so, eine Rotze. Okay. Ich muss ja sagen, ich bin mittlerweile echt ein Fan von Arkannägel Erzmal geworden. Dieser Zweig ist so heftig. Das ist echt krass. Machen wir Affen sind ja, ne? Ja. Ey, wie viele. Okay, jetzt kriegen wir es hin. Wie viele Dings da kamen, ne? Wahnsinn. Ah, diese hässlichen pinken Dinger, ja, die sind super eklig.
Wie geht's heute da? Ging ganz gut, Johannes, und dir? Oder euch? Kann man sagen, wie es euch so geht? Was geht so ab, hä? Alles fresh? Mannschaft ist das erste, was man skillen soll. Das ist auf jeden Fall einer der echt coolsten Skills, muss ich sagen. Da ist ein Magierzweig drin, oder ein Zaubereraffenzweig. Und super, super nice. Echt mega wichtig. Würdest du in diesem Stream den dunklen Tempel machen? Nee. Nee, ich mache hier Missionen. Dunklen Tempel habe ich schon mal auf einmal versucht. Muss ich irgendwann noch weitermachen. Den anderen Versuch. Habe ich das gemacht? Nee, habe ich noch nicht gemacht, oder? Ich wollte es machen. Ist ja eklig. Diese Map ist super räudig. Ja? Das ist so abartig. Aber ich habe das gefragt. Ja, du hast gefragt, dass es schon losging, Elora, ja? Hättest du vorher gefragt, da wäre ich erstaunt gewesen, woher du das weißt. Aber so, nee. BT6 ist irgendwie immer geil. Ja, zum Zugucken vielleicht, so aber selber zum Aufnehmen. Also ich merke halt, wie bei jedem BT auch, die ganzen Missionen sind einfach super lang und es dauert einfach Ewigkeiten. Diese ganzen Runden dauern einfach Ewigkeiten, ne? Das ist einfach irgendwann super langweilig. Aber deswegen im Livestream, da kann ich mich ein bisschen mit euch unterhalten, weißt du? Da habe ich quasi immer ein paar Kommentare. Mach mal hier. Ich bin der mega Fan der unten vom unteren Zweig, ja. Finde ich super geil. Na, ja, schon okay. Mach mal größere Haufen und das. Machen wir hier mal auf nah. Hier auch auf nah. Heißt, nee, brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Es gibt immer noch das eine Upgrade, wo die Affen schneller leveln. Naja, das würde ich auch nicht. Also, dass die Affen schneller leveln, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Also, wichtig ist quasi hier der gratis Wurfpfeilaffe. Der ist wichtig. Ist ja im normalen, im Primärzweig. Was halt im Magierzweig ist, ist halt der Mana-Schild, der ist ganz cool. Und im Militärzweig ist, dass die Zeppeline mit Schaden reinkommen. Das ist auch mega nice. Also, dass sie halt schon irgendwie mit Beschädigung reinkommen. Dass sie nicht mehr ganz so viel Leben haben. Das ist halt super, super cool. Gerade für so kurze Maps ist es halt echt wichtig, dass die schnell sterben, die Dinger. Und man da halt dann viel, viel Zeit hat, die normalen Bloons kaputt zu machen. Und wenn die halt kaputt sind hier, schnell kaputt sind. 9000 Gold habe ich. Aber erstmal die Arkan-Nägel, würde ich sagen. Wie findest du die neue Map? Ich muss mich daran erinnern, das ist die mit den zwei Schlenkern, glaube ich, ne? Naja, ist jetzt nicht allzu problematisch, oder? Die Map. Das ist keine allzu schwierige Map. So, dann hier gleich erstmal Arkan-Nägel. Der beste Affe finde ich den unter den Ninja-Affen, wie der heißt, Druide oder so, den musst du oben voll abwehren, dann ist ja gut. Achso, ja, Druide sollte ich auch mal wieder spielen. Das ist schon ewig nicht mehr gemacht, ne? Ich weiß nicht, warum ich die Druiden nicht mehr spiele. Kein Plan. Dabei ist der mega, mega krass. Ich bin ja so der Fan von Waldgeist, ne? Oberer Zweig, Supersturm, Kugel, naja, Kugelblitz, wenn, aber Supersturm ist jetzt nicht so. 108.000 kostet das halt. Ich finde halt der zweite Zweig mega, also Donnerherz, Dschungeldruide. Aber die Kombination finde ich halt super cool. Dschungeldruide einfach, weil du Keramiks festhalten kannst, ja? Und die dann einfach ausgelockt sind. Ja, die kannst halt, werden halt nicht mehr, oder können halt nicht mehr benutzt werden, die Keramiks. Die bleiben halt wirklich ewig in der Ranke drin, bis sie kaputt sind. Glaubst du, dass man mit den Kräften auch das wie im BTD5 machen kann, also das mit den 50 mal einsetzen? Ich vermisse es irgendwie so ein bisschen, ne? Die Profi-Stufen. War es gleich am Anfang alles erreicht? Das ist ein bisschen langweilig gewesen irgendwie. Das hätte ich halt mega nice gefunden, wenn man halt eine Verbesserung noch hätte. So, du gehst mal wieder auf den Stärksten.
damit du mir alle Zeppeline erschredderst. Warum keinen Runde noch auf Blitz? Da habe ich jetzt gemacht. Donnerherz. Hi Julian. Nein, 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 Tony, der Nightbot, der spammt das.